Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 3.5.2023. Und die Jungs von unserer Treppe hat es erstmal wieder ins Wasser gehauen. Die sind hier wieder ein ganzes Stück eingetaucht. Zur Freude sicher all derjenigen, die den DAX tiefer sehen wollen. zur Ungunst aller derer, die jetzt hier auf der Long-Seite schon gezündet haben. Wir hatten mit der Ausgangslage vom Vortag gesagt, dass das ein guter Ausgangslage ist, dass ich ihm durchaus zutrauen würde, bis in die 16.20 und sogar vielleicht auch schon in die 16.100 reinzulaufen, dass man eben aber aufpassen sollte, wenn er hier oben wieder einen Fehlausbruch macht. Also ich hatte es gar nicht in dem Sinne vor Augen, dass er vorher zum Beispiel eine 16.000 hat. Ich hatte eher mehr dieses Bild vor Augen, dass er hier einen Abwärtsgap drückt und sich dann nach unten läuft. Ihr erinnert euch, wir haben besprochen, wenn er Schwäche zeigt, ne? Wir haben gesagt, wenn er eklatante Schwäche zeigt, dann wäre der Bereich um 8,50 nochmal so eine Stelle, von der er sich schnell drehen und hochziehen könnte. Man hat auch gesehen, der Markt hat das genauso gesehen und hat das auch angenommen, hat das versucht, aber nicht hingekriegt. Hat sich dann hier so ein bisschen verkeilt gehabt in einer kleineren Zeiteinheit, das dann wieder nach unten aufgelöst, wo ich ganz ehrlich, muss ich so auch sagen, ne? Wir hatten ja bei 16.000 auch ein Update rumgeschickt und gesagt, na, das ist jetzt hier Psychomarkt. Er könne theoretisch auch auf 900 und eben auch auf 830, 800 zurücksetzen. Und das hat er ja getan und hat deswegen auch angenommen, dass er hier eben auch wieder bloß einmal kurz drunter tippt und hochzerrt. Das war meine Erwartungshaltung hier, nachdem er so eine schöne Reaktion in dem Bereich gemacht hatte, eben auch auf Basis der Analyse, die wir am Vortag hatten. Und das hat er aber nicht angenommen. Er hat sich tatsächlich dann wieder runtergedrückt und da noch drunter gezogen. Und jetzt müssen wir sagen, war das ja eigentlich. Ne, wir haben das Szenario auch durchgesprochen am Freitag, aber eher mit dem Wortlaut zu sagen, also wenn er sowas abzieht, dann wäre das eher fast sogar ein Anzeichen dafür, dass wir im Wochenverlauf noch tiefer gehen, dass wir auch unten aus der Range durchaus rausfallen könnten, weil es eben wieder ein Abverkauf wird, wieder ein neues Hoch im Abwärtstrend, was nicht genommen wird. Und wir hatten das hergeleitet gestern in der Analyse für eben nun den Dienstag, dass das für den Markt gefährlich wird, wenn dann wieder ein neues Hoch abverkauft, weil er eben so viele Hochs eben nicht angenommen hat und jetzt diese lange Seitwärtsphase, diese schöne Vorbereitungsphase, um wieder in eine Trendphase einzutauchen, dann wieder nicht genutzt. Das ist wirklich jetzt das ist schon eine Steilvorlage fast auf der Unterseite am Mittwoch halt. Ne? Also jetzt kommt auch hier richtig Programm noch. Jetzt kommen, also was haben wir drin? Wir haben Fett, wir haben fette Unternehmenszahlen in den USA, also FED, die Federal Reserve, kommt mit Zinssatzentscheid, glaube ich, die Woche, jetzt Mittwoch sogar, ne, morgen. Wir haben dicke Unternehmenszahlen, die noch geliefert werden, also da ist noch gut Stoff jetzt die nächsten 3 Tage drin, ne, hier für schön Volatilität. Von daher wird das sehr, sehr interessant, wie der sich jetzt hier weiter verhält. Ja. Rein von der Bewegungsstruktur finde ich es nicht ganz optimal, wenn er unten raus will, hat es ein bisschen blöd gezogen, die Wellen. Wer sich mit Wellentheorie ein bisschen schon mal beschäftigt hat, der weiß zum Beispiel, dass er die Bewegung grundsätzlich immer aus impulsiven, trendgebenden Bewegungen besteht. Die sind meistens mehrteilig. Ne? Man hat immer so einen Anfang, dann wird es stärker, dann drückt es richtig raus. Ne? So, dass ich immer 1, 2, 3 starke Bewegungsstränge in eine Richtung habe, das sind immer die Bewegungen, die Trends vorgeben und dann haben wir immer kleine Korrekturwellen drin, die sind meistens eher kleinteilig, manchmal ein bisschen verschachtelt, seitwärts orientiert und das Allertypischste, was es eben in diesen Korrekturmustern, die zwischen Trends auftreten, gibt es eine ABC-Formation, die geprägt ist von 2 gleich langen Wellen, in dem Falle hier eine Abwärtswelle, auf die eine kleine Gegenbewegung folgt und dann nochmal eine Abwärtswelle gleichen Ausmaß. Und das haben wir hier gesehen. Ne? Also die Abwärtswelle ist exakt gleich lang mit der anderen hier unten. Und das ist eigentlich eher üblich für eine kleine Zwischenkorrektur, auf die dann schon wieder impulsives Trendgeschiebe kommen kann. Und deswegen würde ich zum Mittwoch tatsächlich echt alles oberhalb von 800, so wie wir das schon mal die letzten Tage immer mal wieder angenommen hatten, ich würde echt alles oberhalb von 800 long antraden. Ja, einfach, weil, wenn das jetzt wirklich bloß wieder ABC war, dann steht der echt hier im nächsten Schub jetzt wieder höher und drückt hier ein neues Hoch rein und das eben jetzt dann mit Fed, ja, also mit US-Notenbank,
Er schiebt sich über den Tag dann einfach hoch, dann kommt hier die Fed, dann springt er den nächsten Sprung oben raus, macht dann vielleicht die 16.100 klar, zuckt von dort dann wieder wie ein Dummer zurück und dann geht es seitwärts und irgendwie weiter. Von daher würde ich echt ein bisschen aufpassen. Wenn er sich von unten an 8,40, 8,50 richtig die Beine ausreißt und der kippt hier wieder um und macht echt Harakiri und unter 800 zurück, ich glaube, dann wäre ich bereit zu shorten. Dann wäre ich bereit zu shorten, auf der Unterseite Richtung 600 zu zielen und tiefer 665, 670 vielleicht erstmal, dann auch tiefer Richtung 600, weil hier ist noch ein dicker Supportbereich. Ne? Ihr seht, das hier liegt relativ viel aufeinander. Da würde ich auf jeden Fall erstmal ein Stückchen rausnehmen oder ein bisschen Sicherheit suchen. Wenn das dann aber bricht, dann kann das wirklich hier tiefer gehen und auch 350, 130, das, was wir immer schon mal ein paar Mal angesprochen haben, erreichen. Aber mit so einer ABC-Ursprung, es ist halt schwierig, ja. Das sieht man nicht oft. Heißt nicht, dass es nicht klappen kann, aber ich würde deswegen einfach alles, was oberhalb von 800 hier jetzt nach oben passiert, wieder für die Long-Seite nutzen, wieder rein in die 900 Long. Und wenn es zum hunderttausendsten Mal jetzt ist, wieder rein in die 900, 920, 940. Aber eben ein bisschen Obacht jetzt hier bei der 840. Und wie gesagt, auch einplanen, dass hier ein neues höheres Hoch wiederkommen kann. Wenn er wirklich das jetzt hier dastehen lässt, ist es nichts anderes wie ein höheres Tief. Auf das letzte, dann hatten wir hier ein höheres Hoch, hier ein höheres Tief und dann kann dann wieder ein höheres Hoch kommen. Und deswegen da einfach ein bisschen Vorsicht. Ja, wenn der sich ganz täglich einfach über 800 hält oder zumindest hier keiner Tiefs mehr drunter boxt, dann würde ich da oben davon ausgehen, dass der hier entsprechend noch ein paar Punkte wieder zurücklaufen kann. Ne? Gerade Fetttage sind ja auch oftmals dafür bekannt, dort ein bisschen weiter zu zimmern. Aber ich sag mal, alles, was unterhalb von 700 passiert, ja, also angenommen, der zeigt sich nicht über 800, angenommen, der drückt sich von 800, 840 direkt wieder weg, macht hier Geiersturzflug nach unten, bleibt genauso in diesem Drall, den er hier hat, er schiebt sich weiter runter, dann sind unterhalb von 700 definitiv hier diese Knautschzone um 670 noch erreichbar. Und wenn die ganze Bastion dann hier bricht und auch nachhaltig bricht, also dann geht wirklich viel, 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 viel Raum und viel Platz frei. Da redet man nicht nur über 600, sondern dann eher auch 350. Aber so wie das jetzt steht, ist ja eigentlich bullisch gefallen. Er ist im inneren Muster, es ist eigentlich eine Vorlage, jetzt wieder nach oben zurück zu haben. Auch wenn er unten im Tief nicht schön rausgekommen ist, aber es ist so, wie er gefallen ist, es ist eher eine Vorlage, um jetzt wieder nach oben anzuziehen. Und deswegen dort an der Stelle ein bisschen vorsichtig, wenn der oberhalb von 800 rum ran. Ansonsten wieder ein paar Marken mehr weg. Ne? 16.000 haben wir jetzt auch schon mal abgearbeitet. Das heißt, beim nächsten Mal dürfte die leichter gehen. Jetzt wieder gestiegen, also rein von der übergeordneten Betrachtung eher ein Punkt, der wieder an die Käuferseite geht. Natürlich hat man es abverkauft. Natürlich ist das eine super Vorlage unten raus. Aber wenn sie nicht angenommen wird und die nehmen wieder dieses abverkaufte Hoch nicht als Grund, um den mal zu versenken. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als den wieder mit nach oben zu begleiten. Und das würde ich dann eben auch so machen. Ja, es ist eine super Vorlage, um mal unten rauszufallen. Tagesschau sieht bestimmt auch richtig scheiße aus jetzt. Von der 16.000 schöne Kerzen. Naja, gut, so schlimm sieht es gar nicht aus. Dadurch, dass das hier alles so verwurbelt ist. Vom oberen Band hier schöne rote Tageskerze weg. Also, ja, das ist eigentlich schon wieder vom Tief zu weit wieder nach oben gezogen. Ganz so schick, ganz so schlimm sieht es gar nicht aus im Tageschart, wie ich es jetzt hier erwartet hätte. Dadurch, dass er doch wieder ein Stück zurückkam. Aber es ist wohl die beste Vorlage, die er nach unten rauskriegen konnte, oder bekommen hat jetzt, oder generell gestellt hat die letzten Tage. Bin ich sehr gespannt, wie er das jetzt umsetzt. Ja, also unter 700 fände ich Shorts okay, angebracht und ratsam. Auch wenn ich ganz ehrlich hier noch nicht shorten würde, ich würde wiegen. Ich glaube, das habe ich schon 100.000 Mal jetzt erzählt, die letzten Wochen. Ich würde versuchen, mein Glück hier in dem Bereich und in dem Bereich, da würde ich Shorts suchen, wenn diese ganzen Unterstützungsbereiche hier irgendwann mal gebrochen sind. Da gucke ich mir auch gerne noch 100 Tage an, bis er das irgendwann mal geschafft hat. Und solange das nicht ist, würde ich immer wieder auch so eine kleine Stabilisierung wie hier oben, ne? Dass, wenn ich sowas sage, dass ich einen Rücklauf und eine Stabilisierung für Long nutze, dann heißt das natürlich auch, dass ich auf so eine Situation Long bin und dann auch hier mich aber ausstoppen lasse, wenn das eben nicht angezogen wird, weil ich mir dann den Stop-Loss unter dieser signalgebende Kerze dann legen. Ja, aber das hier ist für mich genauso eine Long-Chance wie hier unten auch in der Stabilisierung heraus wieder zu probieren, jetzt in dieser Seitwärtsspanne nach oben rauszutraden. Ja, und wenn er das jetzt annimmt, also der kann hier auch locker wieder auf 16.100 zurück. Mittwoch, Fetttag. Ja, sollte man ein bisschen Blick haben, relativ spät, 20 Uhr. Und ja, macht was draus.
das Ding. Aber rein signalseitig ist hier, außer einem weiteren Fehlsignal oben, erstmal nichts passiert. Ja, gut. Ich wünsche euch dann viel Erfolg zum Mittwoch, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.